Herzlich willkommen bei Lottl Gaming. Mittwoch, 6.4. Wir stehen ganz am Anfang unserer Vertragslaufzeit bei Speedy Trans. Heute haben wir die ersten Termine. Was bieten wir zum Kaffee? Ja, backt auf eine Kuh, liebe Gattin. Selbstgemacht schmeckt immer besser. Gut, wir gucken gleich mal in den Logistikhinweis. Oh. Da zwei LKW-Fahrer haben gekündigt. Das ist nervig. Nächster Schritt ist, wir gehen zu unserem Personalchef und stellen neu ein. Logischerweise brauchen wir LKW-Fahrer. Und ich hätte gerne Anwältin. Das wäre echt sehr wunderbar, wenn wir den kriegen würden. Ah, zumindest die Anwältin haben wir. Jawohl. Klasse. Dann gehen wir gleich mal zu der Rechtsanwältin ins Büro. Ich meine, da können wir gleich die Aufgaben zuweisen. Ja, die Anweisung können wir da lassen. Ja, ab 100.000 soll sie Rechnung bezahlen. Sie werden angemahnt, abgeholt und bezahlt. Danke. Dann schauen wir mal, was wir heute für Aufträge da haben. Ja, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Container nach Mainz. Könnten wir mit der Bahn machen, aber das ist zu kurzfristig. Das lassen wir weg. Dann faxen wir die Auftragsbestätigungen. Und nehmen ein paar Rechnungen an. 1 Euro! Eine D-Mark, mein Fehler. Alle Rechnungen, jawohl. Dann faxe ich den nächsten Auftrag gleich und ja. Dann verschicken wir unsere LKWs. Ich muss auch bei diesem Zyklus hier jetzt mal darauf achten, nicht immer die gleichen LKWs wegzuschicken. Das ist ja auch völlig einleuchten, dass dann einige LKWs am Limit laufen, während der Rest kein Kilometer drauf hat. Das ist natürlich kontraproduktiv. So. Deswegen LKW Nummer 10, jawohl. Das soll mal ein bisschen fahren. Versichern und versenden. Gesetzt. Versichern und versenden. Den kann ich auch gleich wegschicken. Das passt gut. Wunderbar. Dann gehen wir mal ins Büro. Terminplaner. Um 11, 15 und 17 Uhr. Okay, das sind wir heute ausgebucht. Morgen sind wir auch ausgebucht. Donnerstag, Freitag können wir noch Termine machen. Das werden wir auch jetzt durchführen. So, jetzt rufen wir mal gleich in Straßburg an. Die Mexiko KG. Ah, habe ich einen Sprung da oben. Ist
Jawohl. Am 8. um 9 Uhr. Fertig. Sehr gut. 8.4. um 9 Uhr. Dann hätte ich gerne in Darmstadt. Sitzt die Firma Quickfarben? Da machen wir am 8. um 10, nee, um 11. So, jetzt gehen wir nach Saarbrücken. Die Milchmix AG. Jawohl. Tank und Kühl, sehr schön. Tag vor. 13 Uhr, 8. um 13 Uhr. Dann Rinder KG, auch die nehmen wir. Tag vor, am 8. um 15 Uhr. So, und jetzt will ich in Mainz. Da ist Mainz, die Firma German Steel. Tieflader haben die. Jawohl. Tag vor 17 Uhr. Fertig. Das ist ganz gut. 1, 2, 3, 4, 5 Termine bräuchte ich dann noch. Das passt mir gut in den Kram. Jetzt schauen wir mal den Terminplaner an. Also, heute ist klar. Morgen passt. Freitag passt. Ja, Montag müssten wir jetzt noch Termine vergeben. Dann rufen wir zuerst eine Reederei an. Ah, da wird es halt aufpasst. Nein, ich mache erst die Firmen. Das ist wichtiger. In Saarbrücken habe ich jetzt auf dem Zettel noch die Basel AG. Tag vor, am 11. um 9. Und die Getränke KG brauche ich noch. KG hier. Jawohl. Tag vor, am 11. um 11. Dann Heilbronn und Kaiserslautern habe ich noch auf der Liste. In Heilbronn rufen wir die Firma Südsee an. Da ist sie. Am 11. um 13 Uhr. Jawohl. Und in Kaiserslautern habe ich Sachsenstahl und Bauimport. Sachsenstahl. Montag. 11. um 15 Uhr und die Bauimport AG
Am Montag um 17 Uhr. Super. Jetzt habe ich meine Firmen, die ich mir rausgesucht habe, alle mit Terminen versorgt. Oh, nichts passiert jetzt. Das ist schade. Stell mir eine Stunde vor. Wieder nichts. Eine Stunde vor. Und wieder nichts. Okay. Dann gehen wir jetzt in den Konferenzraum. Ich könnte jetzt noch die Flug- und Schiffverträge ausmachen. Ah, hier ist schon ein Schiffvertrag, genau. Sehr schön. Dann gehen wir mal ins Büro. Jawohl, die LKW sind zurück. Oh, Haufen Rechnungen. Halbe Stunde vor. Ja. Jawohl, klasse. Nach Kaiserslautern müssen wir mit Tank. Jawohl. Oh, ich habe nur Güterzug im Tanksektor. Interessant. Versichern und versenden. So, dann schauen wir mal den Schiffsfahrplan. Jetzt machen wir anders Flugplan. Ich bin interessiert nur an Pritsche im Flugbereich. Das heißt, ich brauche die Density Airline. Ciago Air, Direct Airline und die Air Hansa. Das sind die Flugthemen, die ich brauche. Mit dem Schiff. Das ist okay.
Schauen wir mal. Also, für Mainz brauche ich die C-Transport. Das ist gut. Die Turbo Shipping brauche ich auch. Dann die Schwimmgut. Die Ship & Co. Die Hanseatic. Die Ship Away. Okay, haben wir einen Überblick. Dann gehe ich zu meiner Anwältin. Reedereiverträge, Speedy Trans, aha, Turbo Shipping habe ich. Was fährt ein Speedy Trans an? Den gibt's gar nicht. Ist ja lustig. Schwimmgut habe ich einen Termin. Okay. Ich die nächste Reederei an. Sea Transport. Einen Termin vereinbaren. Nein, nein, nein. Okay, an dem Tag kann ich nicht. Schwimmgut, habe ich einen Termin? Ship und Co. Ship und Co. Ja, okay, dann muss ich da ein bisschen warten. Macht nichts, tut nicht weh. Dann rufen wir am Montag an. Zwischen den ganzen Terminen. Ah ja, ich muss in die Konferenz. Und vorher nehme ich noch den Auftrag entgegen. Jawohl. Den faxe ich gleich. Und dann gehen wir in den Konferenzraum. So, die Firma Mainstahl gibt mir Tiefladerkapazitäten, das freut mich. Danke für die Zusammenarbeit. So, wir prüfen tatsächlich noch einmal die Ablage. Vielleicht kam noch mal ein Auftrag und dann schicken wir den einen Tank-LKW gleich los. Ja, war nix. Aber es wird schon noch. Also was mir jetzt auffällt auf der Schwierigkeitsskala, zum einen die Strecken sind weiter, also es streut viel stärker. Das ist bei den leichteren Schwierigkeitsgraden
einfacher. Und die Firmen, mit denen wir Verträge aushandeln, die bieten nicht so viel Kapazität. Auch das ist mir jetzt schon aufgefallen. Aber gut, dann ist das so. Wow, 4 Stunden fährt er. Halleluja. Und auch die Frachtarten. Am Anfang war sehr stark Pritsche und Container gefragt. Das ist jetzt deutlich weniger. Das sind auch die beiden flexibelsten, weil die mit Schiff, Eisenbahn und mit dem Flugzeug transportierbar sind. Jetzt bei dieser Firma hier legen wir ganz viel auf Tank, Tief und Kühl. Kühl geht nur über LKW, Tieflader und Tank eben in kleinen Margen auch über Bahn und Schiff, aber halt sehr ausgewählt. So, leider nichts mehr in der Ablage, aber so ist das Leben. Dann wieder ab in den Konferenzraum. Was wir nett machen, ist uns hier auf Silo zu spezialisieren, auch wenn Schiff und Bahn da einiges bieten, aber da müssten wir komplett neue Sparte aufmachen. Oh, das ist ein geiler Vertrag mit der Firma Teichmann. 122.000. Klasse. Dann Stammkunden. Mit Mainstahl haben wir ja jetzt. Moment. Was ausgemacht. Wir haben ein Volumen von 68.680 und der Vertrag geht bis 16.05. So, wo ist die andere Firma? Die Teichmann? Hier, Teichmann. 122.186, das ist natürlich ja Wahnsinn. Geht auch bis 16.5. Super. Wichtig ist, dass wir die Aufträge hier jetzt auch einigermaßen im Blick haben. Auch das ist eine Erfahrung aus dem letzten Spielstand, beziehungsweise aus der letzten Station. Da sind mir am Ende ja die ganzen Firmen weggebrochen, weil ich die Verträge nicht verlängert hatte. Das war sehr unbefriedigend. Aber gut, wie schon es beim letzten Mal angemerkt, viele sind dazu da, um daraus zu lernen. Hoffen wir, dass es uns gelingt. Wir verabschieden uns jetzt in den Feierabend. Nichts mehr zu tun. Schön, dass ihr da seid. Ja, keine Neuigkeiten, gute Neuigkeiten. Ja, und der nächste Tag geht zu Ende. Ich danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, bye bye.